Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 4, It's About Time. Im letzten Part ging es weiter hier bei den Friedfällen. Und bevor wir jetzt dann gleich mit dem nächsten Level weitermachen, will ich ganz gerne erstmal ein paar Dinge nachholen. Denn wir haben noch einiges nachzuholen. Einerseits hier bei Wirbeltier fehlen noch 9 Kisten, die ich gleich zeigen will. Hier hat eine Kiste leider gefehlt. Und hier in diesem Level gibt es tatsächlich noch einen farbigen Edelstein. Aber erst woanders, als ich dachte. Das wird dann gleich sehr lustig werden noch. Sehr schwer. Aber holen wir erstmal die anderen Kisten nach. Erstmal hier in Wirbeltier. 9 Kisten fehlen mir da. 18 an einem Stück und eine andere habe ich noch irgendwo verpasst. Und wo die waren, das werde ich euch jetzt schnell zeigen. Und zwar habe ich die erste relativ früh im Level verpasst. Nämlich da oben. Yay. Und dann fehlen eben noch 8 weitere Kisten. Und ich habe ja schon gesagt, dass mir da irgendwo eine Ausrufezeichenbox fehlt. Und ich weiß mittlerweile auch, wo die ist. Nämlich direkt hier bei der Stelle mit der Tür, wo dann im Zeitstrahl-Level mit Torna wieder Crash und Coco übernehmen. Hier oben. Yay. Jetzt gleich dürfen wir uns, das schneide ich jetzt mal nicht, weil da sind wir glaube ich eh gleich da, dürfen wir uns noch die nächsten... Hui! Boah, so hoch. Dürfen wir uns noch die nächsten 8 Kisten dann da auch gleich holen können. Da links eben, genau, das sind sie. Die waren ja davor immer unsichtbar oder halt nicht aktivierbar oder so. Wie auch immer. Weil ich eben den Schalter davor nicht gefunden habe. Jetzt aber schon. Und jetzt funktioniert es. Und ich weiß mittlerweile ja auch, dass man hier einfach wirbeln kann, um die Schüsse zu reflektieren. Macht es also auch noch einfacher. So, und da sind eben die anderen. Und damit sollten wir jetzt dann gleich alle haben. Okay. Und bitte. Ja. Sehr schön. Wuhu. So, da haben wir alle. Auf wieder einen neuen Skin und natürlich das perfekte Relikt. Sehr schön. Nämlich Persönlichkeit. Wunderschön. Yay. So, ich habe mir jetzt mal erlaubt, einfach gleich hier im nächsten Level Tranktumult weiterzumachen. Ah, jetzt kann ich euch den Skin nicht zeigen. Aber gerade eben hatte ich ihn Crash ganz kurz an, bevor ich jetzt die Maske eingesammelt habe. Auf jeden Fall fehlt hier eine einzige Kiste. Und die kommt sogar nicht im Torna-Abschnitt, verwunderlicherweise. Sondern da oben. Das ist ein bisschen fies. Die war auch im Video, wo ich das Level zum ersten Mal gespielt habe, ganz, ganz kurz zu erkennen. Aber es ist trotzdem irgendwie blöd, weil man hat ja gelernt, dass man immer, wenn so Kisten auf dem Haufen stehen, dass man da einfach reinwirbeln kann, ohne Probleme. Aber hier darf man das halt nicht so richtig, weil nämlich hier eine Sprungplattform ist. Obwohl das andererseits sogar auch mit dem Wirbler wahrscheinlich gehen würde, da hoch zu kommen. Aber gedacht ist es, glaube ich, mit der Sprungplatte. Aber ja, egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier auch Licht runterfallen jetzt. Hier auch alle. Und dann werden wir uns gleich wieder am Ende vom Level sehen. Okay, es waren hoffentlich 10 Stück. Jetzt können wir nochmal seinen Skin hier schön sehen. Wunderschön. Ja, sehr gut. Yay. Wuhu. Ist er nicht süß? So, und Papierkunst kriegen wir dafür dann. Das sieht ja auch wunderschön aus. So, weiter geht's. Und jetzt habe ich Angst. Denn jetzt werden wir noch Kletterpartie spielen. Das muss ich sogar noch 2-mal spielen, das Level. Einmal für das perfekte Relikt, also das Level schaffen mit allen Kisten und ohne zu sterben. Alle Kisten haben wir ja sogar schon bekommen. Das passt also, aber ich muss halt noch schaffen, ohne zu sterben. Papierkunst übrigens. Aber es gibt ja eben auch einen farbigen Edelstein. Er ist aber woanders, als ich dachte. Mir sind ja auch 1-2 auffällige Worte aufgefallen, aber da war er nicht. Er ist ganz am Ende vom Level und man muss etwas Besonderes machen, um ihn zu kriegen. Etwas, was man in Crash 2, glaube ich, auch schon mal machen musste. In Crash 3 vielleicht sogar auch, weiß ich gerade nicht, aber in Crash 2 auf jeden Fall. Und das wird vor allem mit diesem Level sehr lustig. Deswegen, das Level werden wir auch komplett nochmal gemeinsam spielen, weil das etwas sehr Besonderes ist, was man machen muss. Und was genau, werde ich jetzt gleich erklären. Denn am Ende vom Level war wieder eine Wandmalerei, die ja immer ein Hinweis darauf ist, dass hier ein farbiger Edelstein sein könnte. Wunderschön, Crash. Und bei dieser Wandmalerei, da war eine Kiste drauf abgebildet, die durchgestrichen war mit einem Verbotssymbol. Und darüber war dann ein Edelstein. Ja, ich deute daraus, dass man dieses Level hier schaffen muss, ans Ende kommen muss, ohne eine einzige Kiste zu zerstören. Das wird ein Spaß. Wie gesagt, das ist aber nichts ganz Neues. In Crash 2 musste man sowas auch schon mal machen. Und vielleicht in einem anderen Crash-Teil auch noch, weiß ich gar nicht mehr, aber in Crash 2, nämlich gleich im allerersten Level von Crash 2, musste man das nämlich machen, auch für einen farbigen Edelstein. Und das ist hier eben dann auch wieder der Fall. Ich weiß nicht genau, wie schwierig das jetzt wird, wie viele Kisten im Weg sein werden quasi. Aber vor allem mit dem dunklen Materiewirbel wird es nicht so einfach. Weil ich halt hier überall entlang wirble und ich nicht versehentlich Kisten zerstören darf. Da vorne zum Beispiel auch oder so. Gottes Willen. Ja. Und vor allem, die Checkpoints zählen ja auch als Kisten. Also ich darf auch keine Checkpoints aktivieren. Ich muss es am Stück schaffen, das Ganze. Also ich muss das Level noch 2-mal am Stück schaffen. Einmal jetzt komplett ohne Kisten und dann nochmal mit allen Kisten. Super.
Weil ich werde jetzt das perfekte Relikt dann nicht bekommen. Achso, da ist noch eine Plattform, okay. Weil ich ja gar keine Kiste mitgenommen habe. Also, ja, das wird ein Spaß. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da jetzt dann einfacher sein wird. Das Level mit allen Kisten und ohne Tod durchzuspielen oder ohne Kiste und ohne Tod. Was da jetzt besser ist, leichter, weiß ich nicht. Wir schauen einfach mal, wie ich mich hier so anstelle. Wie gesagt, das will ich mit euch gemeinsam machen, weil man schon das Level gänzlich anders spielen muss als normalerweise. Und deswegen will ich das eben hier zeigen. Ja, vor allem hier ist es ein bisschen eklig. Aber wenn ich einmal sterben sollte, dann werde ich schneiden. Und halt wieder an die Stelle hinspielen, wo ich dann gestorben bin. Oder einen Fehler gemacht habe. Okay. Ist halt echt so fies, dass ich eben auch keine Checkpoints aktivieren darf. Jetzt auch keine TNT-Kiste aktivieren, versehentlich. Bleib mal hier. Genau, okay, da geht er nicht so weit. Zack. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, wenn ich Gegner besiege. Weil oftmals wirbel ich die ja in Kisten rein. Das kann ich auch nicht so wirklich bestimmen. Jetzt die zum Beispiel, wenn ich die besiege, die könnte ich da hinten in die Kisten reinschmeißen. Also ich lasse die mal lieber am Leben, die beiden. Die stören ja jetzt auch nicht. Ja. Okay. So, und vor allem, ich habe ja bei dem Level eh beim normalen Spielen schon Probleme gehabt und bin vor allem gegen Ende hin tausendmal gestorben. Und jetzt muss ich auch noch währenddessen allen Kisten ausweichen. Also ich muss ja wirklich die Sprünge sehr, sehr präzise machen. Was mir eh schon nicht so leicht gefallen ist, mit dem dunklen Materiewirbler hier. Aber werde ich schon hinkriegen. Irgendwie, hoffe ich. Ich muss schon da vorne hin, ne? Ja, ich glaube schon. Okay. Also ich finde es immer noch komisch, dass man hier in die Lücke reingehen kann, aber da ist anscheinend nichts. Ich weiß es nicht. Finde ich komisch, weil das wäre eigentlich ein tolles Versteck für ein Secret. Aber naja. Zumindest halt eine Kiste oder so, dass da halt gar nichts war. Wundert mich ein bisschen. Da muss ja jetzt nichts mega krasses sein, kein farbiger Edelstein. Aber dass da gar nichts war, naja, egal. Also ich darf mir halt auch keinen Akku holen. Keine TNT-Kisten treffen und sowas. Also, ja, ich glaube, es ist schon schwieriger, als alle Kisten mitzunehmen. Weil ich meine, die waren ja nicht schwierig versteckt. Ich habe ja alle Kisten gefunden an sich. Das ist ja bei den Kisten oftmals eher das Schwierige. Wartet, dass sie nicht leicht zu finden sind, aber die waren ja hier leicht zu finden. Und sie dann einzusammeln geht ja eigentlich meistens, so halbwegs. Aber viele Kisten sind halt wirklich direkt im Weg, direkt in meiner Lauf- oder Sprungbahn. Und denen dann gezielt ausweichen zu müssen, keinen Akku zu haben und sowas, macht schon schwieriger, würde ich sagen. Das ist ja beschissenes Timing. Mach ich denn das? Ja, ich muss schnell genug springen, glaube ich. Das ist ja richtig dumm. Ne, warte mal, ich will hier so hin. Ja, ich will einfach, glaube ich, seitlich dran vorbeispringen, so ein bisschen. Nein! Oh, was ist das denn für eine Kackstelle? Die passen ja vom Timing her überhaupt nicht. Mann! So, und da bin ich wieder. Jetzt mal nochmal gucken. Das muss doch irgendwie besser gehen. Aber, das war sogar knapp. Immer wenn... Aber jetzt ist das Timing trotzdem ein bisschen besser. Das war nämlich wirklich richtig scheiße gerade. Ja, obwohl das ist eigentlich sogar immer noch. Das ist sogar vielleicht noch schlechter. Ne, wenn ich jetzt hier dann gleich abspringe, bevor der vordere wieder kommt. Okay, das geht, ja. Ja, gerade eben war es wirklich gefühlt nicht machbar. Aber gut. So, ich habe noch 0 Kisten hoffentlich, ja. Das kann halt schnell mal auch passieren, dass man versehentlich einfach eine einsammelt, weil ich meine, es ist Crash, man sollte hier eigentlich Kisten kaputt machen, aber darf man hier eben nicht und das ist auch teilweise dann wirklich ungewohnt. Okay. So, jetzt kommen Sprünge immer auf so kleine Plattformen, wo ich ganz, ganz oft verkackt habe beim eigentlichen Playthrough durch das Level. Das wird also jetzt los. Tick. Fuck. Scheiße. So, hier habe ich gerade verkackt. Ja, ich will eigentlich schon wieder dahin landen und diesen Gegner gleich besiegen. Ich versuche mal jetzt ein bisschen weiter zu springen als vorhin. Jetzt werde ich so sterben. Jetzt Crash! Warum ist Crash da jetzt abgeprallt? Ich habe doch nach vorne gedrückt. Warum ist er nicht in die Wand reingegangen? Alter, ich raste aus. What? Warum klappt eigentlich jetzt gar nichts mehr? Was ist das eigentlich auch für eine Kackstelle? Ich werde langsam so ungeduldig, einfach nur, ich hasse das an mir.
So, jetzt ruhig bleiben. Ich glaube, ich mache es doch nicht so, da in die Wand reinzugehen. Ich habe das beim ersten Mal spielen eigentlich immer ganz gut geschafft, aber ich bin jetzt gerade irgendwie zu blöd. Wenn ich da schnell genug bin, dann dürfte mich der Gegner auch nicht erwischen können, glaube ich. Ich springe einfach dann direkt weiter. Das wird schon passen, hoffe ich. So, kann ich jetzt mal bitte wieder einen Millimeter weiterkommen im Spiel? Das wäre ganz nett. Okay. Nein. Das kann nicht sein. Ich habe für jedes perfekte Relikt, glaube ich, nur maximal 3 oder 4 Versuche gebraucht. Und hier habe ich jetzt so riesen Probleme. Ich hasse das Level einfach. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie kann ich am Ende verlerne ich da alles, was ich bisher gelernt habe. Und ich kann die Sprünge einfach nicht mehr. So, jetzt Konzentration. Nein! Das gibt es. Ich bin wieder tot. Jetzt bleib doch mal ruhig, Mann. Ja, ich rede mit mir selber gerade. Ist alles gut. Vielleicht. So. Ja, es kommt nicht mehr so viel. Aber hier bin ich 1000-mal gestorben. Okay, die TNT-Kisten muss ich meiden. Was ist denn da? Okay, da kann ich aber dann hin. Da muss ich aber wieder gleich weiterspringen, weil da wieder der Arsch ist. Okay. Ja, vor allem, wenn man halt so hoch muss, da habe ich irgendwie Probleme damit, weil man dann sehr wenig Zeit hat, um den Sprung genauer abzutimen. Und das kriege ich irgendwie nicht so ganz hin. So, mach's aber jetzt ganz ruhig. Genau, da links ist eine Plattform, die hätte ich fast wieder übersehen. Wartet. Ja, da hält sie mich einfach so hoch, aber da kann ich ein bisschen gegen die Wand hinten drücken. Okay. Nein, oh, jetzt hätte ich fast die Kisten aktiviert. Das ist halt auch so fies, weil man muss halt hier ständig da entlang wirbeln. Und das hat halt eine riesen Reichweite, der Wirbler. Und das kann so schnell passieren, dass man da versehentlich Kisten dann trifft damit. What? Was ist das denn jetzt? Warum lebe ich eigentlich noch? Nein. Lass mich rüber. Bitte. Bitte. Oben sind noch Gegner. Okay, jetzt. Und Kisten auch. Alter, wehe. So, hier rechts ist die Wandmalerei. Eine Kiste, durchgestrichen und ein Juwel darüber. Mann, ey. Yay, ich hasse dieses Level. So, auch noch für Coco. Und das Tolle ist, ich darf das Level nochmal neu spielen, um das perfekte Relikt zu kriegen. Yippie. Da war noch eine Nitro-Kiste, oder? Ich kann nicht mehr. Ich hasse dieses Dreckslevel. Das Level ist eigentlich cool, aber ich weiß auch nicht, warum ich da so Probleme habe. Da habe ich jetzt auch wieder irgendwie 8 Versuche oder sowas, glaube ich, gebraucht dafür. Für kein anderes Level habe ich so viele Versuche gebraucht. Weder hier für das wahnsinnig perfekte Relikt, noch für einen farbigen Edelstein oder irgendeinen Edelstein. Richtig schlimm. Aber jetzt geschafft und jetzt können wir uns auch noch ein neues Level anschauen. Yippie. So, die Aufnahme ist zwar für mich schon über eine Stunde, aber ein Level geht noch. Weil der Part an sich ist, glaube ich, noch nicht so mega lang, weil ich ja quasi alles rausgeschnitten habe. Auf jeden Fall. Coco. Oh, ist sie nicht süß. Also ich glaube, das ist sogar ein bisschen eine Anspielung an Crash 3, weil da gab es nämlich mit Coco vor allem ein paar Level, wo sie auf einem so kleinen Tiger reiten durfte. Und ich glaube, das sollte hier so eine kleine Anspielung an den vielleicht sein. Ich weiß mal nicht, wie der heißt, aber egal. Auf jeden Fall kommt jetzt noch aus dem Gleichgewicht. Auch wieder ein Band natürlich und da legen wir auch mal gleich los. So, ich bin gespannt, ob es hier mal ein bisschen besser laufen wird als bei dem Level gerade eben. Da habe ich ja wirklich jetzt die ganze Zeit Probleme gehabt. Sowohl beim ersten Durchspielen als auch beim zweiten Durchspielen für den farbigen Edelstein. Also beim dritten Durchspielen für das perfekte Relikt. Das war echt die Hölle. So. Okay. Also die komplette Hölle war es jetzt auch wieder nicht. Ne? Da habe ich schon schwierigere Dinge gemacht in anderen Videospielen. So ist nicht. Aber war schon. Ich war halt vor allem schlecht. Das ist halt auch das Problem. Das Level ist auch nicht einfach. So ist nicht. Aber ich habe mich da auch nicht gut angestellt. Aber ja, egal. Jetzt neues Level. Neues Glück. Und was ist da hinten denn? Ein Wallslide oder wie? So ein bisschen. Das sieht lustig aus. B zum Springen. B springen zum Wandlaufen.
Ja, das ist cool. Das ist sehr stylisch. Ja, es ist echt schön, dass fast jedes Level eine neue Mechanik einfach einführt. Das finde ich cool. Achso, okay. Und wenn ich nochmal B drücke, dann kann ich wieder abspringen. Okay. Okay, genau. Ich muss nämlich... Ja, das muss ich noch ein bisschen lernen. Die ist ja wieder sehr lustig, die Kiste. Hol ich mir die von hinten oder von hier aus? Hier ist zwar der Weg weiter, aber dafür kann ich sehen, wenigstens, wo ich hinspringe. Ne, ich glaube von hier aus. Und dann werde ich gleich da hinten landen am besten, auf den Seerosenblättern. Dann skippe ich den Wall Climb links. Okay. Na, ja, das geht so. Okay, gut. Hui. Ja, schon ziemlich nice. Aber ich habe jetzt auch gerade schon gelernt, ich muss schon relativ früh abspringen. Wenn ich das ganz am Ende versuche abzuspringen, dann kann ich nicht mehr so wirklich viel Schwung mitnehmen. Und da ist es dann besser, wenn ich schon eben etwas früher abspringe, um dann auch wirklich den Schwung mitnehmen zu können, um weiterkommen zu können. Ja. Okay, halt. Die ist auch wieder sehr sneaky. Diese eine Scheißkiste da. Okay. So, zack. Ja, das dürfte ja so funktionieren. Zack. Genau. Da warte ich einfach kurz. Dam, 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 bam, bam. So, und zack. Was ist da hinten eigentlich? Für ein Wesen. Auch so ein Drache oder so? Weiß ich nicht. Vielleicht kommt er gleich noch. Oh Gott. Ach, die Heilige. Okay. Hier, yeah, eine Schatzkammer. Mit vielen Wumpa-Früchten. Die mir natürlich ganz viel bringen, weil ich ja erst 99 Leben habe. Yippie. Okay. Aber ich sehe schon, das wird auch nicht so einfach werden, weil hier... Warum sind die eigentlich auf dem Kopf? weil hier sehr, sehr viel auf Timing aufgebaut wird. Und die wechseln sich auch wirklich sehr, sehr schnell, die Plattformen. Also ein Fehler, dann war es das hier. Okay, gut. Aber ja, die Hintergründe in dem Spiel sind echt immer wunderschön. Also ihr könnt auch, wenn ihr wollt, einfach ein bisschen immer zwischendurch in den Hintergrund schauen. Kann ich ja nicht so wirklich leider, weil ich halt hier spielen muss. Okay. Aber ihr könnt da immer ein bisschen hingucken und schauen, weil da gibt es überall eigentlich was zu entdecken. Kleine Details oder sowas, das ist ziemlich cool. Da links ist zum Beispiel ein riesiger Drache einfach, der da so entlang geht. echt ziemlich cool. Okay, ich verstehe. Oh Gott, natürlich sind die auch noch ein. Aber das Band haben wir schon mal. Okay, sogar gleich im ersten Versuch gekommen. Das finde ich schön. Ist da oben was? Nein, okay. Wie sieht es denn insgesamt aus? Ja, okay, so ungefähr ein Drittel haben wir. Also noch einiges haben wir vor uns. Das habe ich auch nicht anders erwartet. Aber es dürfte ja auch wieder ein Bonus kommen, schätze ich mal. Wo dann noch einige weitere Kisten kommen. Also ich denke mal, dass wir jetzt vielleicht ungefähr die Hälfte vom Level haben. Von den Kisten her zwar erst ein Drittel, aber ich glaube eben, rein von der Levellänge her, könnten wir schon die Hälfte ungefähr haben. Wenn du meinen Test überlebst, die Belohnung bekommst, werden wir ein noch besseres Team sein. Ja. Und ja, hier ist der Bonus. Ich bin echt schon gespannt, wie das dann mit Embryo noch wird, weil im allerersten Crash-Teil war da ja auch schon ein Boss. Und eigentlich ist es auch wirklich halt eher ein Boss, der ist eher auf Cortex-Seite. Aber im zweiten Teil, da hat man schon mit ihm gemeinsam gearbeitet, um Cortex aufzuhalten. Also der ist auch, das hat er auch beim letzten Mal schon erwähnt, er sieht uns auch ein bisschen als seine Freunde an. Ich sehe jetzt ihn nicht so wirklich als Freund an, ehrlich gesagt. Aber er sieht uns ein bisschen als Freunde an. Und deswegen, also wir werden ja trotzdem wahrscheinlich gegen ihn kämpfen müssen. Er wird schon der Boss sein, denke ich mal. Aber mal gucken, wie das dann auch genau laufen wird. Okay. Ja, hervorragend. Mann, das ist aber auch doof, weil da auch noch die Decke oben ist, da drüber zu kommen. Aber egal, passt ja. Okay. Also bisher bin ich sogar noch auf gutem Weg für das perfekte Relikt. Sofern ich keine Kiste verpasst habe, was ich wahrscheinlich eh schon habe. Deswegen ist dann auch schon egal. Jetzt habe ich meinen Akku halt auch verloren. Also jetzt war es dann, glaube ich, eh gleich. Aber mal schauen. Hilfe. Okay. Ich frage mich, ob ich jetzt auch vor dem Feuer sicher bin mit dem dunklen Materiewirbel. Wir haben ja gelernt, dass Gegner mir nichts mehr ausmachen können. Runterfallen kann ich natürlich noch. Aber solche Hindernisse, Stage Hazards, wie jetzt hier Feuer oder Stacheln oder irgendwie sowas in der Art, macht mir das Schaden? Wenn ich... Ah ne, ich habe ja sogar einen Akku. Ja komm, das will ich jetzt wissen. Ich will das mal ausprobieren.
Okay. Ich nehme Schaden. Na gut. Hätte ich vielleicht nicht testen sollen, aber ich wollte es wissen. Also es gilt wirklich nur für Gegner. Okay. Werde ich mir merken. Oben ist nichts. Ich kann nämlich hier... Nee, okay, da ist nichts. Gut. Ach, du Heilige. Da oben? Ja, da geht's dann weiter. Okay. Ich meine, das versteckte Juwel habe ich ja jetzt noch nicht gefunden. Denn. Da oben ist aber auf jeden Fall was. Da will ich hin. Hä? Da war doch keine Nitro-Kiste und auch kein TNT. What? Mann! Ah, die sind da... Ach komm. Ah, das ist aber... Das ist ein Scheiß. Die kann man ganz, ganz kurz mal aufblinken sehen. Aber die sind da im Hintergrund eher. Das ist immer kacke, finde ich. Das ist richtig kacke. Wenn TNT-Kisten... Ja, ich muss, glaube ich, hier den Wirbel ausnutzen. Wenn TNT-Kisten hinter anderen versteckt sind, das mag ich mal gar nicht. Weil das finde ich echt blöd. So. Ja, ich muss da den ganzen... Schwung mitnehmen. So, okay. Ja, obwohl, nee, die sind gar nicht hinten. Die sind sogar vorne. Aber das kann man hier trotzdem nicht erkennen, weil halt der Balken davor ist, der halt die TNT-Schrift verdeckt. Das ist ja gerade das Fiese. Weil das die, und das sieht auch hier von den Lichtverhältnissen her, ist es hier ziemlich dunkel da oben. Also die sahen jetzt nicht so mega rot aus, finde ich. Die hat man schon durchaus mit normalen Kisten verwechseln können. Vielleicht bin ich auch nur blind, wie oft. Aber trotzdem doof. Egal. oben ist mir Nitro. Das sind auch noch Kisten. Aber links geht's ja weiter. Ich muss ja erstmal noch schnell hier hin. Warte mal. Nein, ist. Komm ich. Ja! Kommt man da von rechts aus nicht hin, oder wie? Jawohl, stimmt. Von da oben aus kann ich's machen. Das stimmt natürlich, ja. Okay, Moment. So. Okay, passt. Gleich hier rüber, ja. Da habe ich jetzt keine Kiste mehr verpasst da unten. Ich glaube nicht, nein. Okay. Also ja, das perfekte Relikt, wie immer, kann ich mir abschminken. Habe ich auch nicht anders erwartet. Das wird, glaube ich, nicht mehr vorkommen, dass ich das mal auf Anhieb gleich kriege. Aber vielleicht habe ich ja zumindest alle Kisten. Da wäre ich auch schon sehr, sehr zufrieden damit. Ja, es fehlen aber schon noch einige. Aber es kamen ja jetzt auch gerade sehr, sehr viele Nitro-Kisten, die wir dann gleich alle am Ende gratis bekommen werden. Also mal gucken. Oh Gott. Okay. Ja, ist eine coole Mechanik mit dem Wall Climb, aber nicht so einfach. Okay. Ganz vorsichtig. Die müsste ich ja gar nicht zerstören, weil die wird ja am Ende eh bit zerstört. Aber ich mach's mal trotzdem. Okay. Versteckter Edel... Ja! Das war jetzt ein bisschen knapp. Versteckter Edelstein fehlt halt auch noch. Der macht mir ein bisschen Angst. Oder da oben. Okay, da ist auch nichts. Weil es kann durchaus sein, dass ich an dem schon vorbeigelaufen bin. Um Gottes Willen. Hätte es da jetzt einen anderen Weg gerade gegeben irgendwie? Weiß nicht. Jetzt haben wir sogar schon beide Power-Ups hier in dem einen Level. Okay, krass. Oh Gott. Da, ich weiß gar nicht, wie die Maske... Also unsere erste Maske überhaupt heißt. Der dunkle Materie-Wirbeltyp heißt ja Arcano. Wie der Kollege hier heißt, der gerne spricht, viel redet, weiß ich gerade nicht. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall hat er den Phasenwechsel oder Phasenverschiebung oder wie seine Fähigkeit hieß, die auch ziemlich cool ist. Ja, tricky. Achso, ja, passt. Okay. Ja, da muss man schon ein bisschen nachdenken immer. Also bevor man... Ich meine, hier ist es halt nicht so einfach, lange nachzudenken, weil die Plattformen sich ja bewegen und Nitro-Kisten und Schluchten überall sind. Aber man muss sich ein bisschen was überlegen, bevor man den Phasenwechsel macht, um das auch wirklich hinzukriegen. Vor allem, wenn halt noch Wände im Weg sind. Ah, nee, Moment. Na, halt. Die hole ich mir gleich noch. Ich muss erstmal jetzt in Sicherheit. Okay, wie hole ich mir die denn? Ich springe einfach oben drauf am besten. Ah, die ist aber sehr fies, weil ich habe ja auch den dunklen Materiewirbel nicht aktuell. Also ich muss da eine Stampfattacke machen dann. Oh Gott. Ah, what? Ich muss eine Stampfattacke machen? Das richtig timen, dass ich wieder auf der Plattform lande und dann den Phasenwechsel machen. Okay. So ungefähr.
Das wird lustig, hier das perfekte Relikt dann zu holen. Mit der Stelle vor allem. Relativ gegen Ende, die man sehr leicht verkacken kann. Okay, ich verstehe. Was ist denn unsere Belohnung eigentlich? Ein Kampf gegen dich? Okay. So, ist wieder weg. Okay, das ist ein bisschen komisch. Ich dachte, Coco könnte immer nur eine Sekunde oder sowas an der Wand entlang klettern. Aber es hängt auch von der Länge der Wand ab. Das ist noch eine Kiste da oben, oder? Ja. Es hängt auch von der Länge der Wand ab. Also einfach, wenn sie gegen Ende ankommt, dann geht ihr halt der Saft aus. Quasi. Aber wenn da eine längere Wand ist, längere Pfeile, dann kann ich da auch ziemlich lange entlang laufen. Ja. Okay. Ja, da hinten ist schon das Ziel. Was jetzt schlecht ist eigentlich, weil mir fehlt eben noch der Edelstein. Ja, den habe ich jetzt in letzter Zeit eigentlich fast immer gefunden. Aber jetzt haben wir hier mal wieder anscheinend ein Level, wo ich ihn verpasst habe. Oh Gott. Die ist ja auch lustig. Okay. 38? Nee. Nee. Ja, ach komm. Ach, ernsthaft, versteckter Edelstein verpasst, oft gestorben. Ah, bin ich wenigstens nur maximal dreimal gestorben? Ja, das bin ich immerhin, okay. Erst Band habe ich auch, ja, das war schon okay, aber trotzdem. Doof. Zwei Kisten muss ich dann nachreichen noch und auch den Edelstein. Na gut. Ja, yeah, Daumen hoch. Naja. So. Da ist er mit der Überraschung. Aber ich würde dann erstmal sagen, dass es das hier war für diesen Part von Let's Play Crash Bandicoot 4 It's About Time. Beim nächsten Mal wird es dann den Bosskampf gegen Embryo geben. Und zwar, da braut sich was zusammen. Und ich werde dann eventuell auch gleich hier das nachholen. Wir haben jetzt auch wieder einige Rückblenden-Bänder-Level. Da werde ich dann auch wieder vielleicht ein paar weitere machen. Also, vielleicht werden wir im nächsten Part gar nicht mehr mit der nächsten Welt anfangen können. Und halt nur noch in dieser Welt alles Mögliche nachholen, was es noch fehlt. Und aber allen voran natürlich den Bosskampf. Den gibt es auf jeden Fall beim nächsten Mal. Gut. Also dann, Leute, eben bis zum nächsten Mal. Ciao.